Ja, war ein klassisches Pokalspiel. Ja, ich muss sagen, ja, wir konnten sehen, auch gestern, vorgestern, fast ganze, jedes Jahr, das passiert, so einzelne Spiele. Es ist fast normal, weil das ist unser erstes Spiel. Und wir haben nicht schlecht gemacht, aber eigentlich 2-2. Und am Ende meines drittes Tor war genug. Aber eigentlich, wir wollten in 90 Minuten zu gewinnen. Wir haben, ich muss sagen, auch gut vorbereitet, aber manchmal ist es nicht genug. Auch wir müssen auch gut analysieren und für Bundesliga vorbereitet uns. Ja, wir sind zufrieden, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Die Art und Weise ist natürlich, kann man drüber reden, aber ich denke, wir haben grundsätzlich trotzdem über echt lange Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten halt viele Chancen, haben es halt nicht reingemacht. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben gegen einen guten Gegner gespielt. Dafür haben die es richtig gut gemacht. Aber grundsätzlich hat das Spiel auch Spaß gemacht, haben die Jungs auch gerade in der Kabine gesagt. Ja, wir hätten es natürlich früher entscheiden müssen, das ist uns auch bewusst. Aber für das erste wirklich Pflichtspiel, ja, war es intensiv, aber ich glaube, es tat uns ganz gut. Spaß würde ich es jetzt mal nicht nennen, aber ich hatte schon phasenweise eine Mannschaft oder große Phasen im Spiel, eine Mannschaft auf dem Feld, die sichtlich Spaß hatte, weil sie gut gespielt hat. Wir haben über weite Strecken einfach ein gutes Spiel gemacht. Was wir uns einfach vorwerfen lassen müssen, ist die Chancenverwertung. Ja? Wir haben den Gegner auch nicht so viel zugelassen, hat sich extrem effektiv gezeigt. So kam dann die Verlängerung zustande. Aber am Ende sind wir ein absolut verdienter Sieger. Ich muss auch sagen, danke zum Fans. Es ist immer besonders zu spielen mit Fans. Besondere Stimmung und ich hoffe, dass das bleibt so. Ganze Saison und ja, wir haben genießen, wir haben sicher Freude zum Fans gegeben und wir werden sehen. Ja, ich freue mich wieder in Bundesliga mit Fans zu spielen. Ja, ich denke, jeder Fußballer wünscht sich immer vor Fans zu spielen. Und klar, wie ich gerade sagte, es hat halt Spaß gemacht. Ich glaube, ja, der Spielverlauf war für die Zuschauer ein guter Geschmack, obwohl sie gar nicht so viele Torchancen hatten eigentlich. Also ich habe keinen Ball halten müssen, ehrlich gesagt. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Dafür, ich glaube, sind wir alle Fußballer. Wir haben es lange vermisst und ich hoffe, das geht in Zukunft auch so. Ja, natürlich freut es mich. Ja, natürlich ist es dann was Besonderes. So ein Pokalabend, so ein Pokalfight hat dann nochmal nochmal einen Tick mehr Emotionen und ja, das ist schön zu sehen. Letzte Saison war etwas Besonderes mit Statistik, mit meinen Toren und ich probiere alles zu geben. Natürlich, es wird schwierig zu erreichen, aber ich gebe meine Besten und wir werden sehen dann. Im Großen und Ganzen haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Ja. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die da alles rausgefeuert hat. Es geht in der ersten Runde darum, weiterzukommen und das haben wir geschafft.